Wir haben in unserer Gesellschaft einen fundamentalen demografischen Wandel. Eine große Generation, die heute arbeitet, wird abtreten, die Babyboomer-Generation, und eine viel kleinere Generation wird nachfolgen. Die Babyboomer gehen in Rente und die dann arbeitenden Jüngeren müssen die Babyboomer finanzieren. Das ist die grundlegende Herausforderung, vor der wir stehen. Nun, im Moment besteht die Selbstzufriedenheit darin, dass man das Problem nicht erkennt. Wir brauchen Anpassungen in einer ganzen Reihe von Bereichen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Wir müssen zum einen der jungen Generation eine gute Bildung mitgeben. Wir müssen zum zweiten Standortbedingungen schaffen, die für Innovationskraft der deutschen Wirtschaft sorgen, damit wir die Wertschöpfung und das Wachstum und die Prosperität erzeugen können, um auch die vielen älteren Menschen zu finanzieren. Und wir brauchen drittens eine Offenheit gegenüber neuen Technologien, die mir in Deutschland derzeit fehlt. Wenn wir den jungen Menschen die Möglichkeit geben wollen, eine hohe Wertschöpfung zu erzielen und gute Löhne zu bekommen für ihre Arbeit, dann müssen wir sie fördern und fordern nach ihren Möglichkeiten, nach ihren Talenten. Also keine Gleichmacherei in der Bildung, sondern Förderung nach den individuellen Möglichkeiten. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun und ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir heute in Deutschland haben. Niemand wird gezwungen, länger als 65 Jahre zu arbeiten. Aber es besteht die Option, die Möglichkeit, dass in beiderseitigem Einvernehmen ein Arbeitsverhältnis einfach weitergeführt wird. Und wer dann länger arbeitet, der erwirbt dann auch noch weitere Rentenansprüche. Aber die Hauptsache ist, dass ältere Menschen freiwillig, wenn die Nachfrage seitens der Arbeitgeber besteht, im Arbeitsprozess bleiben können und damit auch ihre Erfahrung, ihr Wissen weitergeben können. Ich halte es für nicht gut, in einer schrumpfenden und in einer alternden Gesellschaft auf die großen Fähigkeiten älterer Menschen einfach zu verzichten. Also wenn ich sage, ich schaffe das, möchte das Rentenalter abschaffen, dann heißt es nicht, dass jeder gezwungen sein muss, länger als 65 Jahre zu arbeiten, sondern dass nur, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das wollen, dieser Weg gegangen wird. Aber ich vermute, dass im Zuge der entstehenden Arbeitskräfteknappheit viele Arbeitgeber bereit sein werden, ältere Menschen zu motivieren, auch durch gute Bezahlung, länger zu arbeiten, und dass viele ältere Menschen dann auch dazu bereit sind. Nun, es gibt eine Fülle von jungen Unternehmen, auch in Deutschland, die mit dem Wissen, das sie an den Universitäten erworben haben, junge Gründer, hochinteressante, innovative Entwicklungen machen. Das gibt es, aber es gibt es nicht in ausreichendem Maße. Wenn ich es mit den Vereinigten Staaten vergleiche oder auch zum Teil mit Großbritannien, dann glaube ich, dass wir da in Deutschland doch noch einen Nachholbedarf haben. Es entwickelt sich einiges, zum Beispiel im Großraum Berlin, wo große Wissenschaftseinrichtungen da sind, drei große Universitäten mit 130.000 Studierenden und sehr vielen Absolventen, auch in technischen Disziplinen. Dort tut sich eine Menge, das ist ermutigend, aber wir brauchen in der Breite eine Gründerkultur, die wir nicht haben. Das hat auch psychologische Gründe, weil in Deutschland jedes Scheitern, und Scheitern gehört nun mal zur Gründerkultur, gleich als ein Makel angesehen wird. Und das schreckt viele originelle, kreative Menschen ab, ihr Glück
eben mit einer Gründung eines Unternehmens zu suchen. Also es ist natürlich völlig klar, dass in Deutschland die Gesetzgebung, die Regulierungen, die Bauordnung, was auch immer, es enorm schwer und enorm teuer für junge Menschen macht, eine kleine Firma zu gründen. Das geht in Amerika viel einfacher. Die sprichwörtlichen Garagenfirmen, aus denen berühmte Unternehmen der Informationstechnologie entstanden sind, sind da ein Beispiel für. Also da müssen wir einfach günstigere Startbedingungen schaffen für junge Füchse, die Ideen haben und das nicht gleich mit bürokratischen Fesseln abwürgen.